Herzlich willkommen. Hallo Leute, hier ist wieder der Xi. Natürlich mit Mega Man 2 und... Okay, da kann man die Schwierigkeit einstellen. Oh. Ah, ich spiele jetzt auf ganz schwer. Okay, meinetwegen. Natürlich anfangen. Okay, man sieht hier gleich, es sind schon mal 8 Roboter, nicht mehr 6. Das finde ich gut. Ja, mit wem fange ich denn dann an? Nicht so lange Zeit verlieren. Airman oder Metalman? Ach, Metalman. Metalman ist mein Lieblingsboss aus der gesamten alten Mega Man Serie. Kann unser Mega Man irgendwas Neues? Nein, er kann nicht rutschen. Aber, okay, in diesem Spiel gibt's Energietanks. Ich nehme jetzt mal an, aufgrund der Größe von diesen runden Bällchen, die da im Inventar angezeigt wurden, kann ich nur 4 mit mir nehmen, mit mir rumtragen. Ah, und Mega Man kann immer noch so gut durch die Gegend rutschen wie früher. Okay. Was ich dazu sagen muss, ich habe schon mal ein Mega Man Teil auf dem Game Boy gespielt, der auch Mega Man 2 hieß. Hatte zwar anderen Inhalt, aber daher denke ich, dass ich ungefähr weiß, was die Bosse können. Also nicht wundern. Schwächmäßig erinnere ich mich aber leider an nichts mehr. Ihr dämlichen Schrauben könntet auch mal Lebenspunkte fallen lassen. Okay. Wie kommst du zu der Platzierung? Ein Leben. Das sehe ich doch gerne. Okay. Jetzt kommen wahrscheinlich diese merkwürdigen Clowns auf den Rädern, oder? Nö. Wie soll ich denn da bitte rankommen? Okay. Also das hier ist wieder ein blindes Let's Play. Ich kenne mich mit diesem Spiel nicht aus. Ah, ich wusste es. Das Einzige, was ich irgendwo im Hinterkopf habe, ist eben dieses Spiel, das ich mal auf dem Game Boy gespielt hatte. Aber ich schätze mal, dass mir das hier insgesamt nicht so viel helfen wird. Noch ein Leben. Ah ja, diese netten Gegner. Schön, da sind seine Angriffe einfach mal aus dem Bildschirm geglitscht. Ach toll, jetzt weil ich mich da entscheiden muss, ne? Okay, ich kann mich da schwer entscheiden, weil... ich da gar nicht mehr dann rüber, wenn ich da dann nicht mehr rüberkäme. Okay, hier haben wir schon den Boss. Und Gott sei Dank keine Gegner mehr in dem Zwischenraum. Next. Ah, wir haben 2 Seiten. Und ich habe noch 4 Leben. Na gut, Metalman, dann zeig mal, was du kannst. Mit vollen Lebenspunkten, denke ich mal, hätte ich ihn geschafft.
Braucht nur ein bisschen Geschick. Ja toll, dann kann ich den ja gar nicht schaffen. Mein Gott. Der Boden nervt mich. Okay. Ah, verstell doch die. Wäre ich jetzt noch nicht gesprungen, hätte ich ihn geschafft. Mist. Okay, ich merke schon, das Spiel ist deutlich schwerer als der erste Teil. Was macht er denn jetzt? Ah, besiegt. Puh. Eieieiei. Metal Blade. Okay, wogegen könnte denn eine Klinge helfen? Gegen Wind? Nein. Nein. Auch nicht, auch nicht. Woodman? Ja, okay. Bäume zersägen. Klingt plausibel. Quickman? Nein, gegen Quickman wahrscheinlich nicht. Bubbleman? Klinge gegen Blase? Klingt an sich schon nicht verkehrt, aber ich schätze mal, dass eher das Bäume zersägen ist wegen Sägeblatt und so weiter. Wenn es Woodman nicht ist, dann muss ich es halt bei Bubbleman nochmal ausprobieren. Gut, das war der erste Level. Wir haben Metal Man erledigt. Ich bin Xi. Leute, das war's von Mega Man 2 für heute. Bis dann. Ciao.